Aber jetzt schreit sie. Ich muss zurück. Ja, ich glaube, du musst zurück. Was wolltest du sagen mit dem Hangman? Nix. Ich hatte nur gesagt mit diesem Don't leave me alone. Das ist wahrscheinlich ein Hilferuf an Blake gewesen. Ach so, ja. Da, jetzt läuft sie vor ihm davon. He's coming, ne? Ja. Oh Gott. Jetzt ist dieser Priester das Monster, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Oh! Ach, die ist die Treppe runtergestürzt. Oh nee, warte mal, die wurde gewürgt auch, ne? Aha. Oh, was hat die für Zähne? Oh, was geht denn jetzt ab? Also sie hat sich gar nicht erhangen, sie ist die Treppe runtergestürzt und dabei gefallen oder was? Und dabei gestorben oder was? Ich habe meine Kamera wieder. Nice. Ja, kann sein. Oder danach wurde sie noch aufgehangen. Ich habe noch keine Ahnung. Kann sein, vielleicht so als Vertuschung oder sowas, dass sie Selbstmord begangen hätte, weil was weiß ich, warum. Ja. Ich habe... Oh, shit. Guck auch, ob du, wenn zur Not, hochspringen kannst. Nur das kann ja auch sein. Ja, ich bin nur den falschen Weg gegangen. Ah, okay. Das sieht gut aus. Oh. Ich kann nicht mehr laufen irgendwie. Echt? Ah, jetzt geht's wieder. Achso, vielleicht hast du auch sowas wie Ausdauer oder so, dass du dann irgendwann K.O. bist. Ich glaub sogar wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, was da gerade los war. Ich bin da gewesen, dann haben die da irgendwie geschlagen. Ja. Und, Fuck. Aber hattest du nicht gerade, ich wollte gerade sagen, hattest du nicht gerade noch Lynn gesehen? Wieso ist er jetzt weggerannt? Ja, jetzt ist, aber die war nicht mehr da. Das war irgendwie ganz komisch. Hä, was? Ist die bei uns? Ja, das... Ach, da. Ja, wie sieht die denn aus? Du bist schwanger, sagt er, ja. Warum bist du schwanger? Hat er das nicht kapiert? Die verwandelt die sich jetzt dann auch eins dieser Monster? Mhm. Schaut so aus. Oder vielleicht ist sie auch einfach nur super dreckig. Mhm, das kann sein. Okay, wir haben die Lynn. Ja. Errungenschaft. Soll der Mensch nicht scheiden? Oh, es nimmt auf. Ja. Und ich hab's mal gemerkt. Ja. Diesmal haben wir wenigstens die Ruhe, auch uns das hier anzugucken. Ein Baum. Ein Baum. Also, was habe ich denn da aufgenommen überhaupt? Ich habe Jessica herausgeholt. Ja, ich denke auch, was ist jetzt los? Wir finden einen Erwachsenen und sagen ihm, was los ist. Alles wird gut. Oh, der ist noch voll auf seiner Schulschiene jetzt. Der ist noch nicht zurück mit dem Kopf aus der Schule. Der ist jetzt ganz durcheinander irgendwie, ja. Also sie hat doch noch ihre Beine, okay. Ja. Alles gut. Das wäre sonst echt schwierig jetzt gerade geworden. Ja, dann hätte er sie irgendwie tragen müssen. Aber wie trägt man denn eine schwangere Huckepack? Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Ja, Huckepack geht sowieso nicht wegen ohne Beine. Ja, ach so, ja. Da fällt die ja was wieder runter. Scheiße, Gott. Okay, das ist so fies. Aber es hätte zu dem Spiel voll gepasst. Ich glaube, es wollte gerade wieder was aufnehmen. Echt? Ja. Mhm. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Ja? Ganz kurz, ja. Oh, wer weiß. Vielleicht nur sowas wie, hier ist es so dunkel plötzlich oder die Sonne geht auf oder was ist hier für ein Sturm? Schön, wenn die Sonne aufgehen würde. Es wird Zeit, ey. Das ist die längste Nacht ever gewesen. Oh ja. Länger als in Resident Evil 7. Ja. Es war ja auch nur eine Nacht. Theoretisch ja, ne? Ja, das sagen die ja sogar auch. Aber dann weiß man wenigstens, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert, dann richtig heftig, aber am nächsten Tag ist alles vorbei. Oder man ist genau tot. Und man braucht lebenslang Therapie wahrscheinlich. Oh, sowieso. Wenn du überlebst halt. Ja. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist irgendwie voll... Ich sehe nichts. Hast halt, du vielleicht ne? irgendwie Licht, dass du zum Licht kannst oder so? Nee.
Was ist denn hier? Also ich glaube kaum, dass wir mit ihr klettern müssen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur ein Weg geradeaus. Ah, vielleicht hier. Kann die nicht mal sagen, wo sie hin will? Ja. Jake, lass uns doch nach links gehen. Ist doch alles gut. Ja, das wäre super. Laufen nicht geht Jake, halt auch Blake nicht. Hieß er, ja. Ich habe auch Blake verstanden. Sehr gut. Oh. Ach, das ist ja doch gut geblitzt. Aus. Ja, wahrscheinlich müssen wir doch dahin. Ah! Ja, geht zum Blitz. We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Aha. Speichert wieder. Das Spiel, das würde ich schon fast so einschätzen, dass die es nicht mal rausschaffen hier. Ja, ich sag dazu nichts. Ich sag besser dazu nichts. Also ich könnte es mir halt vorstellen. Das wäre zu viel Spoiler, also wie es im ersten Teil ist. Ach so. Also im ersten Teil und im DLC. Okay. Okay, okay. Jesus, be careful. Oh Gott. Ach. Ja, super. I'm coming down. Es ist ja noch runtergefallen. Ganz toll. Sie blutet auch schon. Mhm. Nicht, dass sie das Kind noch verliert, aber wer weiß, was für ein Kind das dann wird, ne? Ja. Vielleicht so Sullivan Knot 2.0. Es ist auf jeden Fall von ihm. Das haben die ja auch gesagt. Oder vielleicht ist dieses Zwitterviech letztendlich das Kind von denen. Aus der Zukunft. Okay, jetzt wird es ganz abgefahren. Ernsthaft? Musst du jetzt vor Martha wegrennen? Da war Martha gerade. Nee, wo doch denn? Ja, ich habe die gerade gesehen. Dadurch, dass ich ab und zu mal nur Standbilder habe oder nur so kurzes Zögern, habe ich gerade Martha gesehen mit ihrer Waffe über der Schulter. Ernsthaft? Die stand im Licht. Hä? Ja, da, gucke. Das ist doch nicht deren Ernst. Und wie hätte ich da jetzt durchkommen sollen? Ich glaube, da musstest du nicht lang. Da musst du dann bestimmt woanders hin. Oh nein. Ach, da ist sie ja. Ich habe die gerade gar nicht gesehen. Und ich kann mit der Lynn halt auch nicht laufen. Jesus Christ, Blake! What the fuck? Ah, eine Treppe. Das sieht gut aus. Und die brüllt noch, wie sehr das weh tut. Ja. Und ach komm. Irgendwas stimmt nicht, es tut zu sehr weh, hat sie gesagt. Aber ja, sie hat noch kein Kind bekommen, ne? Das tut wie sau weh. Wahrscheinlich. Ja, also ich. Ach, du weißt ja, ich lag 14 Stunden in den Wehen. Also ich habe mich übergeben vor Schmerz. Oh Gott. Oh nein, jetzt steht sie vor mir. Kannst du links diesen Weg hoch? Ah, nee, das ist noch. Ich kann gar nichts machen gerade. Ach so. Oh, ich glaube, jetzt sterbe ich. Oder? Oder nee, Moment, der Blitz, oder? Der ist gerade so offensiv hier zu sehen. Ne? Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte gerade, sie hält das Ding hoch und der Blitz schlägt da ein. Der Blitz, ja. Aber okay, sie geht natürlich auch. Ich glaube, das wird sie nicht mehr machen. Interessant. Was zur Hölle ist da passiert? Ist jetzt die Waffe aus der Hand geflutscht oder was? Das sah so aus. Hoppala. Und direkt einmal gewirbelt und hinten in den Rücken rein. Das war irgendwie schon ein bisschen schlecht. Ja. Da hätten sie wirklich die Blitzsache machen können. Ja, das wäre viel besser gewesen. Voll naheliegend ja, auch. Ja, eben. Ich bin ja froh, dass sie tot ist, aber das war irgendwie schon ein bisschen. Das war lächerlich schon fast. Lächerlich? Hui. Das ist Slapstick irgendwie. Ja. Okay, also wahrscheinlich musst du so Richtung leuchtenden Mond gehen oder so. Mhm. Richtung leuchtenden Mond. Oder Blitze. Ich folge einfach den Blitz. Kannst du da durch? Nee.
drüben nicht. Aber hier kann ich durch. Hm. Man sieht halt weder mit Kamera noch ohne Bescheid. Ja. Durch den Nebel auch. Der Nebel macht das so schlimm. Ja. Mhm. Ah, da geht's weiter. Und es speichert schon wieder. Shit! Oh. Blake! Is it the baby? Yeah, she's coming soon! Sie kommt bald. Woher weiß sie das? Haben die da Untersuchungen gemacht? Das Ultraschall. Kann sein, ja. We can take shelter. Ja, die Kapelle, das ist immer sehr, sehr gut. Da war es ja vorher schon so sicher. Genau. Okay. Ich dachte gerade, da steht einer. Mhm. Also ich muss ich sagen, denke, ich wäre, glaube ich, durch. Ja, ja, bestimmt. Ich muss sagen, ich wäre ja tatsächlich eher in so eine Art Mausoleum oder so gegangen. Halt ein bisschen mehr aus als eine Holzkapelle. Mhm. Oh Mann, jetzt sind sie rausgekommen, jetzt müssen sie hier bleiben, weil sie jetzt auch noch das Kind kriegt. Ja. Ach, toll, Gott, oder? Geburtsort Hölle. Aber das hier kann ja dann gar nicht nur eine Nacht sein, wenn sie auf einmal schon das Kind bekommen. Ich glaube aber nicht, dass sie 9 Monate dort waren. Da ist, wie gesagt, das stimmt nicht irgendwas vorstellen. Nicht. Wenn es wirklich der Antichrist ist, der macht dann halt Puff und ist da. Ja. Deswegen war der wahrscheinlich auch so überrascht, weil sie so... Hier sieht's ja gemütlich aus. Ach, hier sind wir. Ja, ja, deswegen sage ich ja, da würde ich jetzt nicht hingehen. Also ach, du Scheiße. Neben den Toten da. Oh, shit. Shit, shit, shit. Ja, auf der Streckbank. Gute Idee. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh, God. Something's wrong. Just keep breathing. Ich will das jetzt aber nicht sehen. Tja, doch, ich glaube, wir werden live bei einer Geburt dabei sein. Ist sie einfach nur mit Schlamm voll oder... Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist Schlamm, ja. Oh, das ganze Blut. Oh, das ist so eklig. Ach, das ging aber fix. Das ging aber fix. Ich dachte, das dauert jetzt erstmal ewig. Mhm. Das war eine extrem spontane Geburt. Die Nabelschnur musste man auch nicht schneiden. Nee. Die war einfach schon irgendwie weg. Oh, Jesus, Gott. Jetzt stirbt sie. Lynn! 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 Naja, es ist ja auch in Serien und so, so die... Mhm. Können ja eine Geburt dann nicht irgendwie ewig lang machen. Das stimmt ja. Oh, ist die echt gestorben? Ja gut, die hygienischen Bedingungen waren nicht gerade die besten, ne? Dann diese ganze Anstrengung zuvor noch. Sie verblutet wahrscheinlich. Ja, da ist ja auch sau viel Blut auch am Boden. Hm. Das ist ja voll der Albtraum für den Kerl. Ich muss aber sagen, wo meine Tochter geboren war, ich war so froh, dass die überhaupt kein Blut dran hatte, weil die mich lange überfällig war. Oh. Hm. Oh je. Ich habe nicht even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like... Cheek kiss. Oh, wie süß. So, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Ah, okay. Das war dann das, ja. I got you again. Oh, hi. Das ist ja der Papa. Denke an Wartungen. But yours. I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise.
God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Klar, weil ich auf Papa Knut höre. Ja, sicher. God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Hä? Ja. Hä? Ja, wahrscheinlich, weil das Paradies gestorben ist. Er kann jetzt halt nichts mehr machen. Gott ist still. Nur weil das Kind geboren wurde. Ja. Und er wollte es töten, aber er hat es nicht geschafft. Scheinbar kann also er es nicht. Wie auch immer, wieso auch immer. Es kann nur er wohl. Ja, dann war das wohl auch eine dumme Idee. Oh, kriegst du die Kamera noch vors Gesicht? Kannst du filmen? Ah ja, gute Idee. Hätte mich schon gewundert, wenn sowas nicht wirklich ein Film wert wäre. Aber die Frau ist es nicht wert, scheinbar. Anscheinend. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Was? Wahrscheinlich passiert das alles gar nicht in Wirklichkeit. Ja, bildet er sich das nur ein. Sondern das ist alles nur wegen der Schule. Der ist auch in Wirklichkeit immer noch ein Kind. Denkst du? Das wäre aber eine harte Fantasie für ein Kind. Oh ja. Ja, dann gehe ich jetzt und lass die Länder liegen. Oh Gott. Ja, gut, du hast das Kind noch dabei. Ja. Kannst du an die runtergucken? Siehst du das noch? Ja. Ach ja. Oh. Ach, tatsächlich, die Sonne geht sogar tatsächlich auf. Ja. Aber wie er so gar kein Wort über seine Frau verliert. So gar kein Wort. Ja, der ist jetzt fix und fertig. Ja. Vielleicht einfach... Oh. Haben die sich jetzt alle umgebracht? Nee, das war die eh schon dort hing. Die haben wir nachts auch schon mal gesehen gehabt. Krass. Wie heftig einfach. Kannst du die Sonne fühlen? Nee. Schade. Tja, Leute, ich glaube, das ist tatsächlich das Ende. Ich glaube auch. Wir sind jetzt also frisch gebackener Papi. Juhu! Gott. Jetzt geht hier alles kaputt, nur weil das Kind geboren wurde. Scheinbar, ja. Errungenschaft, Offenbarung. Ach ja. Hier kann ich filmen. Ach, Mensch. Das sind die uns gejagt haben. Die haben sich jetzt noch alle umgebracht. Weil es ist ja auch komisch, dass gar keiner mehr hier rumrennt, ne? Ja, ich sag, ich glaube, die haben sich jetzt alle umgebracht. You have it. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Aber wieso wollte denn der Knot, dass wir die umbringen? Keine Ahnung. Und dann hat er sich selbst umgebracht. Also hat nicht mal abgewartet, ob wir sie umbringen würden. Wo gehe ich denn hin? Vielleicht auch Richtung Sonne würde ich weiterhin gehen. Ja, ich komme hier nur durch die ganzen Leichen. Ach so. Vielleicht wird es da nochmal eine Fortsetzung geben. Mit der Tochter vielleicht. Vielleicht ist sie das absolute Böse. Man weiß es nicht. Oh Gott. So Richtung Silent Hill mäßig, weißt du? Aber gerade habe ich das Gefühl... Ja, daran habe ich auch gerade gedacht, hä? Aber gerade hat sie ja alle gerettet. Also... Ich muss, glaube ich, hier irgendwo durch. Genau. Ah, hier. Nee. Die Leichen sind im Weg. Ich komme hier nicht durch. Was? Hier! Hä? Aha. Sterbe ich jetzt auch?
Wir sind tatsächlich in der Schule? Ich will nicht mehr. Ah, guck mal, ich bin ein Kind. Ja. Ah, nee, das hört sich aber noch nach einer Erinnerung an. Ja, wo denn? Ich glaube, du bist richtig. Ah. Boah. Send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Wiedergeboren. Ich bin total verwirrt von dem Ende, muss ich sagen. Was also genau soll uns das sagen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keinen Selbstmord begangen hat, sondern dass das dieser Priester war, der sie halt, wie man sie auf der Treppe da liegen gesehen hat und dann halt aufgehangen hat, damit es aussieht, als wäre es Selbstmord. Ja, das glaube ich jetzt schon. Und Blake gibt sich die Schuld an ihrem Tod, weil er gegangen ist. Weil er nicht da war. Er ist gegangen einfach. Genau. Also er ist ja dann noch hinterhergerannt, aber er war halt zu spät. Ja, genau. Okay. Aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ich bin so froh. Oh, wir sind durch. Sehr gut. Als nächstes geht übrigens Resident Evil 7 mit den DLCs weiter. Das hat man ja pausiert so lange. Und danach, was wir ebenfalls pausiert hatten, Resident Evil 6. Da freue ich mich wirklich drauf. Oh ja, da freue ich mich auch schon voll drauf. Aber das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann kamen nur die anderen Sachen irgendwie dazwischen. Es kam eine Menge dazwischen. Also das Baby hat die jetzt gerettet. Und gegen das Baby sind die in dem Dorf nicht angekommen. Und weil der Knot sich umgebracht hat, haben sich alle anderen auch umgebracht. Genau, die haben scheinbar keinen Sinn mehr gesehen. Oder haben vielleicht gedacht, dass sie jetzt eh sterben werden, dadurch, dass das Paradies jetzt nicht mehr da ist und so weiter. Paradies ist halt tot, blub, blub. Ja. Ja, so Sachen. Oder vielleicht sollten sie sich auch umbringen. Vielleicht, also in war das so eine Nachricht wieder? In dem Sektendrama, was ja wirklich passiert ist, nachdem das hier ja angeblich auch so ein paar Begebenheiten wohl hat, hat ja der Sektenführer ja die auch angewiesen, sich umzubringen. Ah ja, stimmt. Vielleicht. Auch über diese Lautsprecher, ne? Genau, genau. Das könnte gut möglich sein. Aber was das jetzt, ich fand das mit der Frau und mit dem Kind jetzt so plötzlich, so schnell. Ich auch. Also, auf einmal war die tot. Ja, wir haben sie gerade wieder gefunden, sind kurz durch den Wald. Dann ist plötzlich Martha tot umgekippt, sag ich jetzt mal. Hier ist ihr Schwert in sich selbst gefallen. Dann hat sie das Kind bekommen, ist dabei gestorben. Knot hat sich mit einem Schlag umgebracht. Wir haben plötzlich das Kind gehabt und sind aus dem Dorf gekommen. Das war jetzt zu holprig schnell am Ende. Das ganze Spiel zieht sich ewig. Werden? Genau. Ja. Das ganze Spiel zieht sich ewig. Wir müssen in die Mine. Da sind wir seit Stunden lang unterwegs. Ja. Ja, und mit einem Schlag sind wir Vater und haben die Frau verloren. Klasse. Und das Kind ist auf einmal der Erlöser und da verstehe ich eh nicht, wieso hat er dann nicht die Lynn einfach schon längst umgebracht? Dann wäre das ja gar nicht passiert. Ich glaube, das musste geboren werden, damit es die Rolle übernimmt, das Kind. Und dann muss das Kind getötet werden. Aber sie konnten es nicht töten und deswegen haben sie sich dann auch umgebracht. Mhm. Das ist alles so Larifari. Ja, absolut. Dann hätten sie Blake, wenn sie wirklich gewollt hätten oder es gewusst hätten, dass nur Blake das Kind töten kann, wäre es doch am intelligentesten gewesen, Blake auf seine Seite zu ziehen und nicht so scheiße zu behandeln und so kopfwäschemäßig zu sagen, du musst das Kind töten unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Aber das war jetzt so irgendwie echt Larifari. Na gut, Leute. Ich schaue hier gerade noch Aufnahmen. Am Anfang waren wir ja echt gut und dann haben wir... Wir waren echt gut, das stimmt.
Moment mal. Es sind alle da. Ah, aber schau mal, das haben wir zum Beispiel nicht und deswegen ist es schwarz, oder? Oder ist es in der Schule? Nee. Warte mal. Doch, das geht auch, aber das ist in der Schule, glaube ich. Ach, könnten wir uns jetzt die ganzen Aufnahmen doch nochmal anschauen. Geh nochmal ganz nach unten. Wir hatten zum Beispiel... Das hatten wir alles, gell? Genau. Gehäutete hatten wir, glaube ich, nicht. Das war das, was du das nicht mitnehmen nicht. Konntest, was da auf einmal so abgegangen ja. ist. They lived down here. No, not lived. Nee, das, das hatten wir. Ach, sehen wir jetzt vielleicht nur die, die wir wirklich auch hatten? Und die anderen sind halt einfach nicht da. Ja, so schaut das auch aus. Knochenleib? Ja. Oder geh noch mal einmal nach oben. Aber das hatten wir nicht. Genau, ja. Doch, das hatten wir. Musikzimmer. Jetzt sehe ich auch erst, dass ja, die, dass sie ein Kind in der Hand hält oder der. Nach oben? Wie weit? Ganz oder? Nee, Moment, das reicht. Nochmal ein Stück runter wieder. Sie werden dich alle auslachen. Ja, das ist Blutregen. Das sind nur die, die wir auch wirklich aufgenommen haben. Ja. Okay. Scheinbar. Schade. Ja, sonst hätten wir die jetzt noch gezeigt. Ich dachte, wir könnten uns die Sachen jetzt doch nochmal anschauen. Naja. Na, oh Mann. Komisches Spiel. Echt strange. Also ich mag Outlast wirklich super gern, aber der zweite Teil hat mich schon enttäuscht. Ja, ich war jetzt auch. Selbst das DLC vom ersten Teil war hammergeil, wirklich. Ja, also ich muss sagen, wenn nicht sogar ich hatte besser. Ja gar keine Erwartungen an den Outlast und ich bin trotzdem enttäuscht. Mhm. Also schon ein bisschen schade. Es war halt einfach mehr so ein Weglaufsimulator als irgendwie Horror oder... Es war halt blöd, weil du die ganze Zeit am Rennen warst und dadurch auch viel irgendwie nicht mitnehmen konntest. Trial and Error halt ja, die ganze Zeit. Du bist gestorben, probier's nochmal. Guck, während du stirbst, wo du hin musst. Genau, dahin, und schau halt auf die anderen sterben, Leute. Wieder genau, versteck dich. Und ich meine, das habe ich bei Zelda auch. Ja, da musst du auch im Schloss zum Beispiel gucken, dass sie dich nicht sehen und da dich und ach so, okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir sprechen vom falschen Zelda. Das sage ich ja eben. So, hätte ich sogar bei Zelda auch mit dem, dass die mich nicht sehen. Ja. Das ist eigentlich dann das Gleiche, nur besser. Naja. Ja, wer weiß. Es war ja ganz naja, nett, gut. Aber wenn der erste besser ist, dann muss ich den vielleicht echt mal spielen. Ja, mach das auf jeden Fall. Genauso das DLC, das ist so, es ist so wert, wirklich, das zu spielen. Das ist eine richtig geile Story. Auch wo ich wirklich später im Internet auch gegoogelt habe und mir gedacht habe, oh cool. Und noch Dokumentationen geschaut habe und so weiter zu diesem, wie hieß denn das, Mind Control und was, bla bla. Ja, das hört sich interessant an. Weil das auf wahrer Begebenheit ist halt auch. Okay, ja, vielleicht ist es für dich ja auch so ein Ding, das auf einer wahren Begebenheit zu machen, weil hier ist es ja auch so. Ja, irgendwo schon, ne? Zumindest angelehnt. Aber da haben sie sich leider eine relativ schwache Story, beziehungsweise eine schwache Umsetzung geleistet. Ja, das finde ich auch. Aber ich würde natürlich trotzdem den dritten Teil, wenn es den irgendwann wieder gibt, spielen. Ja, ich auch. In der Hoffnung, dass es so wie der erste wird. Aber dann muss ich erstmal den ersten spielen. Oh, das sah ja auch eklig aus. Na gut, ich würde sagen an der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.